0:0 trennt sich die Eintracht vom SC Ida Oberstein am Mittwochabend. Wie die Spieler auf dieses Ergebnis reagierten und was der Trainer dazu zu sagen hatte, das schauen wir uns jetzt an und dabei viel Vergnügen. Neben mir steht nun Roland Seitz, Chefcoach der Eintracht. Ja, Herr Seitz, eigentlich fast das gleiche Spiel wie am vergangenen Freitag gegen Worms, nur leider ohne Happy End, oder? Ja, sagen wir, es gibt immer zwei Faktoren. Wir haben auswärts nicht verloren. Wir haben auswärts einen Punkt geholt, gegen eine sehr, sehr schwer zu spielende Mannschaft aus Ida Oberstein. Ich glaube, dass jetzt die Ansprüche von uns und die ganzen, das ganze Umfeld schon wieder zum Träumen anfängt, dass man, wenn man auswärts nicht verliert, auf einmal enttäuscht ist, wenn man nur 0:0 spielt. Natürlich hätte man gewinnen müssen. Wir hatten die klaren Chancen, wir hatten die Ballbesitz ohne Ende, wir hatten Spielanteile ohne Ende. Da sind wir natürlich enttäuscht, dass wir dieses Tor nicht gemacht haben. Aber man darf nicht vergessen, dass wir ein Auswärtsspiel nicht verloren haben und das sollte man als Positive mitnehmen. Da haben Sie natürlich recht, aber wagen wir auch mal einen Blick auf das Spiel von heute ein bisschen genauer. Wenn wir uns die erste Halbzeit anschauen, da waren da Chancen auf Eintracht-Seite en masse. Und in der zweiten Halbzeit, da war so ein kleiner Bruch, will ich sagen, drin. Da waren auf einmal nicht mehr so viele Chancen für die Eintracht möglich. Was war da los? Ja, zum einen muss man natürlich dann das Positive erstmal nehmen, dass wir auswärts viele Chancen hatten. Wir müssen sie halt machen. Es ist einfach momentan noch unser Problem. Obwohl wir schon viele Tore geschossen haben in der Saison, müssen wir einfach diese Tore machen, um auch jedes Spiel locker zu gewinnen. Weil wenn Ida Oberstein Rückstand gerät und hätten aufmachen müssen, hätten wir auch das Spiel nach Hause gebracht. Ja, in der zweiten Halbzeit haben sie defensiver besser gestanden. Sie haben den gesamten Apparat zurückgezogen, waren teilweise mit 11 Mann 30, 35 Meter vorm Tor. Ja, da ist es dann schwieriger geworden. Man denkt vielleicht drüber nach, wenn man eine gute Chance liegen lässt. Und das war das Problem. Nichtsdestotrotz hatten wir auch noch zwei, drei gute Dinge, wo ein bisschen Pech hatten. Elfmeterpfiff ausgeblieben, von der Linie runtergeschossen beim Pagenburg seinem Schuss. Ja, das hätte dann auch reichen können. Sie haben es gerade angesprochen, so vorne die Tore zu machen, das klingt noch nicht so ganz. Immerhin jetzt wieder mal ein Spiel zu null. Andreas Lengsfeld steht im Moment noch auf der Linie, aber Sie haben ja unter der Woche nochmal zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Ja, wie froh sind Sie jetzt noch einen zweiten Torhüter, außer Philipp Baskett, der ja die Nummer 3 jetzt ist, zu haben? Ja, erstmal sind wir sehr froh, weil ich glaube, dass wir in diesen, sagen wir mal, 10, 12 Wochen, wo wir jetzt zusammen sind, ja, das Gesamtpaket nicht so optimal war, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir sind sehr froh, dass es geklappt hat mit dem Torhüter und wir haben es dreimal in Folge zu null gespielt. Also von daher hat der Andi erstmal alles richtig gemacht und damit soll es auch gut sein. Nochmal eine Frage zum heutigen Spiel. Die Spieler hier sehr tief stehen würden und versuchen würden, das Spiel der Eintracht zu zerstören, war Ihnen ja schon im Vorhinein klar. Wie stellt man die Mannschaft darauf ein? Ja, indem man einfach geduldig bleibt und trotzdem schnell spielt, dass man sie müde spielt, dass man natürlich Aktionen über außen hat, weil es in der Mitte meistens sehr eng ist. Und das ist uns heute nicht so gelungen in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit schon. Wie gesagt, da haben wir sie nicht gemacht, aber man kann nicht erwarten, dass man auswärts hinfährt, 5, 6, 7 Hochkaräter hat und dann sagt, ja gut, einer wird schon reingehen. Ja, Fakt ist, dass wir es nicht gemacht haben, aber ja, da hat sich Ida Oberstein in der zweiten Halbzeit besser darauf eingestellt. Jetzt haben Sie noch mal ein bisschen Zeit mit der Mannschaft zu arbeiten, ein bisschen länger. Was erwartet die Jungs in den nächsten Tagen? Ja, das stimmt nicht ganz. Auch wenn wir am Wochenende spielfrei sind, haben wir am Dienstag schon wieder ein schweres Pokalspiel. Das vergisst man ja immer. Also wir bleiben im Rhythmus. Wir können die Trainingsinhalte momentan natürlich mehr auf Regenerieren einrichten, weil wir viele englische Wochen schon hatten. Und wie gesagt, nächste Woche geht es weiter. Von daher ist es erstmal gezielt auf das Pokalspiel hinarbeiten. Okay, wir wünschen Ihnen viel Erfolg und werden natürlich auch beim Pokalspiel wieder mit an Bord sein. Dankeschön. Wenn wir nun am Mikrofon begrüßen, darf ich Fuad Prigasch, den Kapitän der Eintracht. Fuad, ja, 0:0 trennt ihr euch heute am Mittwochabend vom SC Ida Oberstein. 2 Punkte liegen gelassen oder glücklich einen mitgenommen zu haben? Naja, glücklich auf gar keinen Fall. Also ich denke, wir haben das Spiel bestimmt von Anfang an. Ich denke, wir haben auch viel investiert, haben uns auch Chancen rausgearbeitet. Und ich denke, normal müssen wir da mit 3 Punkten vom Platz gehen. Aber gut, so nehmen wir halt einen Punkt und sind wir auch zufrieden. In der ersten Halbzeit wart ihr klar überlegen, habt euch dutzende Chancen herausgespielt. Das war in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz der Fall. Was war da los? Ja, ist ganz einfach. Ida Oberstein hat einfach viel, viel enger gestanden, hat auf 2 Stürmer umgestellt und waren noch kompakter und haben halt nur auf Konter gelauert. Wir haben es trotzdem probiert, haben, denke ich, auch 2, 3 gute Chancen gehabt und ja, die muss man nutzen, wenn man gewinnen will. Ja, wie unangenehm ist so ein Gegner, der eigentlich fast bei Ballbesitz Trier mit 11 Leuten auf der eigenen Torlinie steht? Ja, es ist schon unangenehm, aber ich denke, man hat Mittel und Wege, auch wir in der ersten Halbzeit gefunden, wie wir das aushebeln. Und ich denke, mit der ersten Halbzeit können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Und dass es dann leider nicht gelangt hat, gut, das müssen wir akzeptieren. Den nächsten Dreier gibt es dann wieder zu Hause. Vielen Dank fürs Interview. Bei mir nun am Mikrofon Steven Krönert. Ja, heute trennt ihr euch 0:0. Somit geht die Serie
ohne Niederlage zumindest mal weiter. Zufrieden mit dem Spielergebnis? Zufrieden nicht, aber im Großen und Ganzen muss man es einfach so hinnehmen, weil der Gegner nur darauf aus ist, das Spiel zu zerstören. Und wir haben es eigentlich gut gemacht in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten über weite Strecken. Haben halt das Händchen Glück nicht gehabt, den letzten Pass, den letzten Schuss, dass der nicht reinging, aber in den nächsten Spielen hoffe ich, dass es wieder gut wird. Gut, dass der Gegner heute hier ganz klar tief stehen würde und versuchen würde, euer Spiel nicht zuzulassen, war im Vorhinein klar. Wie habt ihr euch darauf eingestellt? Ja, wir haben von vornherein gesagt, wir müssen geduldig bleiben, was wir auch meiner Meinung nach gut gemacht haben. Das Ball schnell laufen lassen und wie gesagt, war einfach Pech, dass wir das Tor nicht gemacht haben. Ja. Betrachten wir die erste Halbzeit, dann sehen wir viele Eintracht-Chancen, die ihr einfach liegen gelassen habt, was sehr, sehr ärgerlich im Nachhinein ist. Betrachten wir die zweite Halbzeit, da habt ihr euch nicht mehr ganz so viele Chancen herausgearbeitet. Was war da los? Wo war der Bruch da im Spiel? Ja, Bruch fand ich jetzt nicht. War einfach schwierig, da durchzukommen, um ehrlich zu sein. Wir standen hinten gut. Die haben vielleicht 2-3 Bälle durchgespielt, aber die hatte der längst nicht ganz gut. Und vorne, ja, der letzte Pass war einfach nicht da. Der Wille, das Tor zu machen und ja. Okay, also das letzte Quäntchen Glück hat so ein bisschen gefehlt. Genau das hat gefehlt heute gegen so einen Gegner, wo man eigentlich das Glück braucht, in der 80. das 1-0 zu machen oder dass man so abgefälschter Schuss reingeht. Aber ich hoffe, dass er im nächsten Spiel wieder da ist. Okay, mit Sicherheit. Vielen Dank fürs Interview, Steven Grönert. Danke.